Servus Leute, hier ist der Gigant hier mit frischen Informationen von der BlizzCon 2019 und zwar dieses Mal von Overwatch 2. Es gibt einen neuen Modus in Overwatch 2, der wird heißen Push. In diesem Modus geht es darum, eine Fracht in seine Basis zu bringen und zwar auf eine ziemlich witzige Weise. In der Mitte einer Map wird ein Roboter stehen und euer Team muss sich in der Nähe dieses Roboters aufhalten, damit er eure Fracht in eure Basis bewegt. Jetzt müssen die Gegner natürlich versuchen, euch von diesem Roboter abzudrängen und selbst sich neben diesen Roboter zu stellen, damit das gegnerische Team eben seine Fracht auch in die Basis bekommt. Es wird eine bestimmte Zeit immer gehen, so eine Runde, und die Fracht, die es dann am weitesten geschafft hat, dieses Team hat die Runde dann gewonnen und so ungefähr soll dann dieser neue Modus laufen. Abgesehen vom neuen Modus werden auch viele neue Maps kommen, unter anderem zum Beispiel Toronto und Rio de Janeiro, aber auch noch viele andere, die sahen alle echt nicht schlecht aus, sind aber derzeit laut Aussage der Entwickler alle noch in Entwicklung. Das, was man hier sieht, sind nur kurze Ausschnitte von Sachen, also die Maps sind derzeit noch nicht fertig. Dann wird es sogenannte Story-Missionen geben, einen Story-Modus, wo Blizzard die Geschichte von Overwatch erzählt. Also beginnen wird es wohl mit der Auflösung von Overwatch und dann werden diese Überfälle eben starten in einer nächsten Story und die Reunion und so weiter. Könnt ihr dann bald alles spielen. Dabei wird es ein Item-System geben. Also das sind dann PvE-Missionen logischerweise und da wird es ein Item-System geben, wo ihr dann temporären Loot eben bekommt für den Rest dieser Story und diesen Story-Modus kann man logischerweise nur mit manchen Helden spielen. Ja, es macht keinen Sinn, dass Roadhog da bei der Overwatch-Auflösung dabei ist, also das ist, denke ich mal, logisch. Und abgesehen von diesen Story-Modus-Missionen wird es auch noch spezielle Hero-Missionen geben und die werden dann für jeden Helden verfügbar sein und es soll an verschiedenen Schauplätzen dann immer stattfinden und ja, man hat so ein bisschen verglichen wie die Weltquests in World of Warcraft, etwas, das man eben immer wieder machen kann, ohne dass es langweilig wird. So dass man das Spiel in 10 Jahren auch noch gerne spielt, weil man immer noch was zu tun hat. Zudem soll in diesem ganzen PvE-Teil ein Progressionssystem mit eingebaut werden, mit Leveln für die verschiedenen Helden und mit diesen Leveln kann man dann verschiedene Talente freischalten, die eben bestimmte Fähigkeiten verbessern, verstärken. Das Ganze ist aber wie gesagt nur für PvE, ja, im Competitive wäre das ein bisschen scheiße, wenn dann jemand ankommt und sagt, meine Tracer ist aber viel stärker wie deine Tracer. Ja, das so viel erstmal dazu. Und also diese Talente, wo man da wählen kann, sind auch sehr stark. Man hat ein paar Beispiele gezeigt, also es wäre schon sehr unfair, wenn das auch im Competitive möglich wäre. Dementsprechend verstehe ich da diesen Schritt voll und ganz und der ist auch absolut sinnvoll. Ja, da kann man nichts sagen. Zudem, was ist noch anders im Gegensatz zu Overwatch 1? Zum einen, das Aussehen der Helden wurde geupgradet. Ja, man hat das so ein bisschen damit begründet, ja, wenn man ein neues Spiel hat, dann will man auch, dass es eben neu aussieht. Und zudem gibt es eine neue Engine, auf der Overwatch jetzt basiert, die eben viel detailreichere Darstellungen zulässt und dementsprechend hat man das hier auch alles überarbeitet. Dann hatte ich ja in meinem Video zur Öffnungszeremonie noch gesagt, dass Blizzard will, dass eben keine Kluft zwischen Overwatch 1 und Overwatch 2 Spielern entsteht. Und man hat das jetzt noch ein bisschen ausgeführt, wobei es immer noch nicht so ganz klar ist, wie das Ganze dann am Ende funktionieren soll. Es ist wohl so, dass zum Beispiel Skins, die man sich in Overwatch 1 erarbeitet hat, dass die mit nach Overwatch 2 umziehen. Dass man die dann dort auch nutzen kann, beziehungsweise dass in Overwatch 1 neue Karten und so weiter auch implementiert werden. Ob man jetzt, sag ich mal, mit Overwatch 1 und 2 Spielern gleichzeitig spielen kann,
ist jetzt nicht so ganz klar geworden. Insgesamt hat sich das Ganze für mich auch so ein bisschen angehört, als wäre Overwatch 2 mehr so ein Add-on. Ja, wie World of Warcraft eben seine Add-ons rausbringt, dass eben Overwatch 2 jetzt sozusagen ein Add-on zu Overwatch 1 ist. Ja, aber wie das dann am Ende ist, ja, im Publikum hat man auch nur fragende Gesichter gesehen. Ich denke, da werden noch viele neue Informationen kommen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden und damit ich euch auf dem Laufenden halten kann, klickt doch jetzt einfach unten mal gerne den Kanal-Abo-Button. Ja, das tut euch nicht weh, geht ganz schnell und hilft mir ungemein. Das wäre echt lieb von euch. Und so könnt ihr natürlich meine neuesten Videos jederzeit angucken. Zum Schluss wurde noch gesagt, auf welchen Plattformen das Game überhaupt rauskommt. Das ist natürlich auch noch eine sehr wichtige Information. Und zwar Overwatch 2 wird kommen, nicht nur für den Computer, sondern auch für die PlayStation 4, die Xbox One und nicht zuletzt die Nintendo Switch. Aber wann das Ganze erscheint, zum Release-Datum wurde natürlich noch nicht bekannt gegeben. Auch hier hat man gesagt, es wird noch sehr, sehr lange dauern, weil man jetzt gerade in den ersten Entwicklungsschritten ist, beziehungsweise man jetzt erstmal gucken möchte, wie denn die Community reagiert und dann eben darauf eingehen und das Spiel noch großartiger machen, ist, finde ich, auch ein guter Schritt. Ja, Blizzard lässt sich ja generell sehr viel Zeit und ist da zwar nicht mehr so perfektionistisch wie zu Beginn, aber immer noch sehr gut dabei. Von dem her ist das, denke ich mal, auch ein richtiger Schritt. Ansonsten, wenn euch das Video jetzt hier gefallen hat und ihr meine zukünftigen BlizzCon-Videos natürlich nicht verpassen wollt, dann drückt doch jetzt einfach, Entschuldigung, hier den Abo-Button oder guckt euch hier mal die Playlist an, schaut euch eins meiner anderen Videos an, gerne jederzeit. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, habt wie immer Spaß am Spielen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Giganti.